So, zur Atmung gehört auch das Zwerchfell. Das sitzt hier kurz unter der Lunge. Und das will man auch aktivieren bei Atemübungen. Jetzt noch ein paar Zwerchfellübungen. Und zwar kommt da so ein bisschen dieses, wenn ich erschrecke und plötzlich staune. Nochmal. Da wird es schon aktiv. Da wird es schon angespannt. Und dann haben wir noch, dass wir ein langes Psst machen. Mach das nochmal. Psst. Merkt ihr, wie sich das richtig feste anspannt bei diesem Vokal? Psst. Und wir können machen wie Zug, das ist locker immer wieder angespannt. Oder langes. Hab gesehen, ich spuck schon. Aber das ist normal beim Singen. Da darf sowas mal passieren. Oder wir werden leiser und machen erst ein lautes. Da müssen wir das Zwerchfell ganz kontrolliert machen. Nochmal ein lautes. Pass mal auf, wie das ist, wenn man das plötzlich leiser macht. Macht es wirklich einmal laut und dann immer ein Stückchen weniger Energie. Versucht es nochmal. Die Zwerchfellübungen, ich hoffe, die machen euch Spaß. Halt eine, die ich immer mit dem Chor noch mache, die hier nicht drin steht.